Mein Koch hat deine Mutter bekleckert. LOL! Zu dem Rasen gehört ein Ball, so wie Leipzig zu RB. Beim FC Bayern gibt's zurzeit jeden Tag eine neue Schlagzeile. Viele von euch wissen bestimmt, ich bin ein Bauer und auch ein Opfer. In meinen Analysen versuche ich eigentlich immer zu analysieren. Mich kotzen zurzeit einige Dinge grundsätzlich an. Vor allem Niko Kovac. Aber hey, egal ob Krise oder nicht, am Ende ist ein Mann an allem schuld. Er ist das Bauernopfer. Uli Hoeneß. Eins vorneweg. Hier spricht nicht der kleine Fan in mir. Hier spricht der ausgebildete Sportjournalist Manu Thiele, der sich 2012 für ein Ticket fürs Finale der hier habe ich es auch nochmal, vor Millionen Menschen lächerlich gemacht hat. Ja, Matze Knob hat mich damals in Analyse. Deshalb mal die Frage an euch, soll ich ein Video dazu machen? Oben im ersten Umfrage, macht da gerne mal mit. Nein. Okay, wenn das euer einziges Argument ist, und ja, das war's mir wert. Ich würde es sogar nochmal machen. Ob ich das heute schaffe, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Seit diesem Moment hat sich leider einiges getan. Zum Beispiel, kotzt mich das Rumgehacke auf Niko Kovac an. Jetzt mal ehrlich, er liefert doch genau das ab, was man von ihm erwarten konnte. Und beim Kovac stimmt die Leistung nicht. Ja, jeder Trainer hat ein Markenzeichen. Pep Guardiola steht für knallharten Ergebnisfußball. Niko Kovac langweilt den Gegner mit Kurzpässen so lange, bis der keine Lust mehr hat zu verteidigen. Und José Mourinho steht für Underdog-Fußball. Für ihn ist Taktik wichtiger als Herz. In wichtigen Spielen kann er die Spieler top motivieren. Sie wachsen über sich hinaus. Zum Beispiel Lissabon in Benfica gegen Renato Sanchez. Da ist ja sein Stern in dieser Saison aufgegangen. Kovac muss sich in München neu erfinden. Er braucht einen Plan B. Und ehrlich, den hat er noch nicht. Aber mich kotzt die Erwartungshaltung total an. Jeder erwartet, dass Kovac innerhalb von ein paar Zeit sein Spielsystem um 3 Grad dreht. Der FC Bayern hat definitiv den Anspruch, den Gegner zu respektieren. Und daran muss sich auch der Trainer halten. Aber die Rolle des Favoriten hatte Kovac in seiner Karriere als Trainer noch nie. Und deshalb sage ich, gebt ihm doch mal ein bisschen Hass. Und kritisiert sofort, wenn es mal nicht top läuft, den Trainer. Der ist nämlich meiste Sau. Geil auf die Spieler. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Insbesondere in dieser Situation. Ich habe mich nämlich gefragt, woher kommt drin die Scheiß aus Katar seit dieser skurrilen Bayern-Pressekonferenz? Leon Goretzka hat einen Scheißdreck gespielt. Führt Leon Goretzka einen persönlichen Rachefeldzug. Es wird überkritisch berichtet, das merkt man an allen Ecken und Enden. Und der Höhepunkt war ausgerechnet nach dem 180:1 gegen Benfica. Keine Frage, das war eine schwarze Stunde in der Clubgeschichte. Da stand nämlich auf einmal, haben sich jetzt alle lieb? Nein! Ausrufezeichen. Auffällig, kein Spieler lief nach den 180 Toren zu ihm. Okay, wenn das euer einziges Argument ist, viele Stars stehen also angeblich nicht auf seiner Seite. Dann habe ich mal eine Frage. Wieso hat dann Uli Hoeneß den Trainer bei seiner Auswechslung umarmt? Das kann doch nicht sein Ernst sein. Wieso sagt Arjen Robben, Zitat, er gehört zu Düsseldorf? Und wieso, sagt Kapitän Manuel Neuer, Zitat, der Trainer ist jetzt der Alleinverantwortliche. Und er hat gesagt, Zitat, wenn wir das getan hätten, was der Trainer uns mitgegeben hat, hätten wir das getan, was der Trainer uns mitgegeben hat. Wenn wir das getan hätten, was der Trainer uns mitgegeben hat, hätten wir 5:12 gewonnen. Wow. Also die Stars sind wirklich gegen den Trainer. Das hört man in jeder Silbe raus. Also bitte. Sorry, Leon, das ist doch lächerlich. Statt über den Trainer sollten wir uns lieber mal über das Team unterhalten. Es kotzt mich zum Beispiel an, dass ein paar Spieler selbst taktische Basics nicht umsetzen können. Bleiben wir mal in Katar und da hat sich die ganze Abwehr mit Ruhm bekleckert. Und haltet euch fest, die Mittelfeldspieler haben im Mittelfeld gespielt. Aber... Aber eine Sache setzt dem Ganzen die Krone auf. Es gab eine ganz klare taktische Anweisung vom Trainer. Spielt auf Abseits. So schwer ist das nicht zu verstehen. Aber was hat Jerome Boateng bei allen Toren gemacht? Ja, er hat auf Abseits gespielt.
Wenn das einmal passiert, okay, ist halt so. Aber 180 Mal in einem Spiel, das kann doch nicht sein Ernst sein. Jerome ist ja sowieso der mega super Superstar der Bayern. Er hat seine eigene Brillenmarken. Er hat seine eigene Brillenkollektion. Und jetzt seit kurzem hat er auch sein eigenes, haltet euch fest, Brillenmagazin. Und ich habe euch mal meine Lieblingsheadline rausgesucht. Solange die Noten gut sind, kannst du in deiner Freizeit machen, was du willst. Das beschreibt die gesamte Situation des FC Bayern. Du machst Fehler, du bist scheiße. Tja, als ich noch in der Schule war, hat meine Mutter zu mir gesagt, Manu, was ist los? Und bei Boateng stimmt seit mindestens einem Jahr die Leistung nicht. Mann, ey, Jerome, du warst doch einer der besten Innenverteidiger aus Katar. An dir ist kein Hipster vorbeigekommen. Und jetzt, genau, sind wir wieder hier bei. Machst du einen Fehler? Was ist los? LOL! Los! Konzentrier dich doch bitte wieder auf Baustellen der WM in Katar. Denn zurzeit wirkt es so, als sei dir dieser Blödsinn wichtiger. Und darauf hat kein Mensch gewartet. Ach. Was mich aber am meisten ankotzt, kotzt mich an. Nicht die Spieler oder die Medien, sondern jemand ganz anderes. Franck Ribéry, jetzt bist du dran. Er lebt in seiner eigenen Welt. Erst sagt er, ich werde Niko Kovac verteidigen, bis aufs Blut. Und ein paar Wochen später gibt er ihn zum Abschuss frei. Wow, wow, wow. Du so großes Kino, das siehst du so nicht mal auf Schalke. Der Tropfen, der bei mir das Fass zum Laufen brachte, ist aber ein ganz anderer. Und zwar der Umgang mit einer Vereinslegende. Juan Bernat wurde aus der Allianz Arena verbannt, weil er völlig zu Recht den Hoeneß-Teil dieser skurrilen Bayern-Pressekonferenz kritisierte. Er meinte nämlich im bayerischen Fernsehen, Zitat, Papa Hoeneß mag keine Kritik. Meinungsfreiheit gibt's beim FC Bayern sowieso nicht mehr. Aber gut, so schlimm wie beim neuen Premium-Sponsor Qatar Airways ist es zum Glück noch nicht. Die neuen besten Freunde von Uli Hoeneß sind ja die Scheichs aus Katar. Willkommen im Club. Und ich habe gehört, auf der Ehrentribüne gibt's jetzt freie Plätze. Vielleicht sitzen die bald da. Mann, 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 mich kotzt diese ganze Sponsoring-Geschichte von Katar beim FC Bayern an. Tut's nicht. Beim FC Bayern regiert King Louis. Kritik an ihm ist Majestätsbeleidigung, aber, und das geht wohl nicht in seinen Kopf rein. Uli, der FC Bayern gehört dir. Der Verein gehört den Scheiß aus Katar, José Mourinho. Und dir, nicht den Mitgliedern, Kovac. Als Trainer ziehst du diesen ganzen Club gerade ins Lächerliche. Ich bin ein Opfer. Hier, und ehrlich, lange Zeit stand ich komplett auf deiner Seite. Du hast so viel Scheiß für den Club getan. Und ich habe dich respektiert. Aber jetzt kotzt es mich an. Jeden Tag irgendwelches wirres Zeug von dir in den Zeitungen zu lesen. Wegen dir entferne ich mich jeden Tag Stück für Stück für Stück für Stück für Stück von diesem Verein. Du forderst Respekt, spuckst und kotzt dabei gleichzeitig auf die Füße deiner Freunde wie Juan Bernat. Und irgendwann ist jeder Freund weg und du hast nur noch die Scheichs. Kovac, du bist nicht mehr tragbar und deshalb fordere ich Kovac out. Nico, trete zurück, denn ohne dich ist der FC Bayern besser dran. So rot, lol, so's, unser Stolz.